Jo, 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 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Vora 2. Mit dabei ist die Jona Spielecke und die Juli. Herzlich willkommen. Jo, 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 Kids, hallo. Was geht? Seid ihr fresh wieder am Start? Yeah. Ach, oder fahrt ihr alle smart? Krass, Hausaufgaben gemacht. Ach Gott, nein, cool bitte nicht. Sehen. Machen wir Hausaufgaben. Ja, Alter, Jonas, wenn du cool sein willst, machst du keine Hausaufgaben. Ja, Steffen. Zum Glück hat bei mir kurz ein Wort bei dir gefehlt, deswegen habe ich jetzt nicht alles drauf. Sehr schön. Also, das könnt ihr nur meiner Folge sehen, wenn ihr wissen wollt, was ich gesagt habe. Wollt ihr wissen, was Steffen gesagt hat? Guckt jetzt bei mir vorbei. Steffen? Ja. Jonas? Nein. Wie kriegt man Goldklumpen zu Gold? Indem du das 9 Goldklumpen. Also alle Felder befüllst, dann kriegst du einen Goldbarren. Ah, okay. Also du brauchst halt, ich weiß nicht, wie viele Goldkumpen du hast, aber du musst halt 9 haben, um einen Goldbarren zu bekommen. Okay, dankeschön. Kein Problem, das mache ich doch immer wieder gern. Ich helfe doch gerne meinen Freunden. Oder mir. Und mir auch. Jonas, wie mache ich denn dir jetzt, ne? Leuchte nicht, Opfer. Ist so gemein ist Jonas. Ja, ich bin ziemlich. Und weil er mich beleidigt hat, kriegt er jetzt auch noch einen Strike dafür. Jonas hat noch 2 Leben. Ja. Habt ihr irgendwelche Probleme oder Anliegen, über die ihr reden möchtet? Ja. Die ihr öffentlich machen möchtet? Bei mir läuft es langsam wieder. Ja, aber bei dir wird es nie so laufen wie bei mir. Ja, schön, nein, Spaß. What the fuck? Keine Ahnung, ich wollte einfach mal lachen. Oh nein, warum wird's denn schon wieder Nacht? Was soll denn das? Ich bin die ganze Zeit am Farm! Hast du über den Timer gestartet? Nee. Jo, ich will mich daran erinnern, dass ich den Timer starte. Mann, ich finde einfach so viel Eisen, das ist abnormal. Ich könnte mir, glaube ich, jetzt schon 100 Eisenschwerter machen. Lol. Bei mir läuft heftig. So. Gleich werde ich bestimmt wieder weggesprengt. Hoffentlich. Safe. Hoffentlich. Alles echt cool gemacht hier. Das war richtig Zufall, dass ich das hier gefunden habe. Nur auf meinem Channel. Mein ja nur. Wenn er sowas sagt, dann hat er einfach nur nichts gefunden. Na doch, vielleicht ein Ei oder so. Ich will euch nur zu mir locken. Genau. Aber sowas Cooles habt ihr noch nie gesehen. Jonas, wenn du jemanden zu dir locken willst, dann ist es ungut zu sagen, dass du den zu dir locken willst. Ja. Was? Das wusste ich nicht. Deswegen sagen wir es. Das ist schön hier. Boah. So, jetzt muss ich nur noch den Arsch. Da muss ich ja gleich mal losgehen und nachgucken, wo der Jonas da ist, wenn es da so schön ist. Ja. So. Das ist wirklich unterirdisch, ne? Da gibt's keinen richtigen Zugang. Oder? Lol, noch ein Geheimnis. Boah. Ach, ich glaube, Jonas hat das gefunden, was ich schon längst gefunden habe. Hatte. Scheinbar nicht. Da waren ja so krasse Truhen drin. Steffen, irgendwann in der letzten Zeit. Da warst du in irgendeinem großen Tempel und hast gesagt so, ey, hier ist ja gar nichts drin, außer 2 Essen, so. Und jetzt so ein riesen Ding mit ganz vielen Doppeltruhen und da ist ja gar nichts drin. Und ich fand nur so, oh mein Gott, schnell raus aus diesem großen Ding mit den ganz vielen Doppeltruhen. Ja. Nee, aber ist das so, wo du verschiedene Challenges machen musst und so? Nein. Okay. Ist einfach nur eine Grabkammer, eine richtig große, wo so eine richtig fette Kiste drin war. Ist es. So, wir machen mal einen zweiten Ofen, damit wir noch unser Gold hier alles verbrennen können. Zack. Also nicht schmelzen, verbrennen. Genau, wir verbrennen es. Ja, rein theoretisch, durch die Flamme sieht es ja so aus, als würde es verbrennen, oder? Eigentlich schon, ja. Also. Los, verbrennen wir unser Geld. Genau. Bin ich für. Ja, ich muss mal kurz überlegen, wie viel brauchen wir denn an Gold eigentlich, um einen Goldapfel zu machen? Was ist das denn jetzt? Was? Ah ja, stimmt. Genau. Boah, Leute, ich hab jetzt Salat und esse hier Salat. Nice. Das ist super. Ja, das freut mich ja für dich. Ich musste das teilen. Auf Twitter? Auf Twitter. Auf Tripper. Du hast Tripper? Ja. Nein. Von der süßen Maus hier in der Party. Was? Ja, und du auch? Wieso hast du Mäuse in der Party? Weißt du? Ja, weißt du. Na ja, Partymaus, weißt du? Daher kommt der Name. Ja.
Ist so eine richtige Partymaus. Jawoll, ich hab das beste Schwert gerade bekommen. Alter. What the fuck? Leute, guckt euch das an. What the fuck? Ich bin, glaube ich, jetzt übelst OP. Aber weil wir ja gerade so gut im Lauf stehen, verzaubern wir noch ein Schwert. Oh shit, Ah, na. Nehmen wir das. Jawoll, Leute. Schärfe 2 ist drin. Ich hab Schärfe 2 und bin wunderbar. Ja, ja, ja. Ich hab Schärfe 2. Hurra. The King Rasko ist am Start. Steffen, was hatten wir gesagt von wegen Singen? Ja, dass es gut ist. Genau das haben wir gesagt, Steffen. Können genau wir bitte das. einmal eine zurückgespulte Wiederholung von dem Teil mit dem Singen vorhin einblenden? Nein. Das ist zu viel Arbeit. Ja, aber wirklich. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich dachte, ihr macht das mit Herz. Mit Herz Nein, und Seele. Ich mach das fürs Geld. Ich verkaufe sogar meine Seele. Kette, Kette. Was? Eisen. So, ja, jetzt muss ich echt gucken, was ich hier brauche oder nicht. Also, wir machen da mal unseren Müll hin. So, das kommt weg, das kommt weg. So, ja, die Schwerter brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die Kohle kann da auch drin bleiben. Das Eisen. Oh, ich hab's Shame, gleich hab ich für Eisen. What the fuck, ich bin schon wieder bei Level 10. Schön. Schön, Steffen. Na, das nehmen wir auch mit. Ja, ich gehe jetzt wieder raus. An die frische Luft. An die frische Luft. Ach ja, das brauche ich ja auch nicht. So, das müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Oh. Mann, diese Musik ist gerade so episch. Passt gerade übel zum Fight. Was für ein Fight? Steffen ist wieder am rumwiefen, ja? Leute, wie lange liegen die Sachen immer da, wo man war? Keine Ahnung. Ich glaube, die spawnen in dem Moment weg, in dem kein Spieler mehr in der Nähe ist. Das kann gut sein. Kacke, okay, ja gut, dann sind die Leute schon lange weg. Aber das weiß ich nicht. Also das kann ich leider nicht hundertprozentig beantworten. Das war die Überlegung, ob ich den langen, beschwerlichen Weg auf mich nehmen soll. Und hoffen soll, dass sie dann noch da sind, aber... Probieren kannst du es rein theoretisch, aber ob es denn wirklich was bringt, ist eine andere Frage. Das ist halt die Frage, und ob ich nicht auf dem Weg dreimal sterbe. Mhm. Eher als... Na, also, ich weiß nicht, was du für Sachen hattest, aber wenn es gute Sachen sind, dann würde sich natürlich der Weg lohnen. Sagen wir mal so. Ach, verkacke auf den Schießpulver. Macht mir so oder so keinen. TNT Dynamite. So, So, wir gehen weiter. Right here. Und das ist jetzt die 8. Folge, oder? So. 7. glaube ich. 7. Glaube ich auch. Ja, 7. Ja, okay. So, bei mir läuft jetzt. Ich bin wieder back im Game, ja. Ja? Geil. Ja. Ich auch. Da freut sich der Jonas. Ja, ich freue mich wirklich. Ich habe wieder gutes Zeug. Jonas war schon sehr deprimiert nach der letzten Folge. Das stimmt. Vorletzten. Creeper! Schlechte... Oh nein, geh weg. Verpiss dich. Okay. Jetzt du musst doch nochmal farmen gehen. Vielleicht. Kann bitte die Nacht zu Ende gehen. So. Die Nacht geht zu Ende. Ein Traum. Ja! Du hast es einfach gecallt. Ja, wa? Ja. Richtig krass. Ah, ich find's so geil, dass Creepers mir nicht antun können. Das ist so geil. Schön für dich. Nee. Aber die können halt, also ich krieg ein halbes Herz Schaden. Direkt neben mir. Ich hab eben gerade gar keinen Schaden bekommen. Jetzt auch wieder. Neben dir sind. Ja. Okay. Aber was bist du denn? Was bist du denn? Ich hab jetzt einen Plan.
La 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 la. Die Höhlen sind so schön. Oh. Ja, Leute, wollen wir wirklich jetzt noch auf Diasuche gehen? Hm, ich weiß es nicht. Wie seid ihr denn so ausgerüstet? Hm? Recht gut. Ja, eigentlich ist es unfair, Scheiße. Jonas. Du hast deine Folge nicht hochgeladen. Ich weiß nicht, wie du ausgerüstet bist. Ja, Steff, ich bin irgendwie dreimal gestorben bisher. Oder zweimal? Zweimal. Oh, das ist eine schöne Aussicht hier. Naja. Gehen wir weiter zum Lavasee. Dann tut mir nichts weh. Ich liebe Lavasees. Seen. Seen ist die Mehrzahl von See. Seenen. Seelen, genau, Steff. Mhm. Ja, machen wir mal. Ich bin eine traurige Jolly. Warum? Ja, weil mein ganzes Zeug weg ist. Ach so, ja, haha. That's not good. Doch, man's not good. No, Männer sind nicht gut. Nee, man's not good ist ein neuer Song. Mädels, merkt euch das. Man's not good. Panturi die Hut. Papa, gut. Ich weiß noch, als ich Steffi den Song gezeigt habe, er so, hä, warum soll der denn witzig sein? Ja, ich finde den auch nicht witzig, ich finde den jetzt immer noch nicht witzig. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Alter, bin ich eigentlich Immer diese Leute, die dann mit so Sachen ankommen wie, das ist nicht lustig. Nicht wahr, Steffen? Ja, ich finde das auch nicht lustig. Ich finde das auch nicht lustig. Und ich habe auch nicht gelacht. Habe ich gelacht? Nein. Also. Habe ich doch gar nicht gesagt. Du hast doch gesagt, du hast nicht gelacht. Ja. Also auf, so eine Lüge über mich zu verbreiten. Dass ich lache. Ich lache nie. Steffen lacht nicht. Er weint und lacht nie. Ein Mann des wahren Wortes. Entschuldigung. Ich habe gerade heftig in meiner Hand genießt. Das war richtig eklig. Ja, schön. Danke. Das ist bestimmt meine Steffenallergie. Bestimmt. Mein Gott, immer diese Leute, die einfach ins Zimmer reinkommen, um Gute Nacht zu sagen. Das ist ja ekelhaft. Ja, finde ich auch. Was soll das? So Leute, ich habe die beste Truhe ever. Nee, die hatte ich schon. Nee, kannst du gar nicht haben. Doch. So, da packen wir mal ein bisschen von unseren Sachen rein, die wir nicht mehr brauchen. Und damit ich auch ein bisschen Sachen habe, wenn ich sterbe. Ah, Mist, ich hätte jetzt das mitnehmen sollen. Ja, stimmt. Hm, naja, egal. So, damit, wenn ich sterbe, ich auch noch mal ein paar gute Sachen habe. So, dann das. So. Abrundet. Was brauche ich denn noch nicht? Oh Gott! Junge, bei mir geht gerade die Pumpe. Ohne Witz. Was war los? Als ob ihr das noch nicht gesehen habt. Alles klar. Was denn? Okay. Ach, nichts. Alles gut. Ich habe nur gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Okay, na dann. Ja. So, ja. Das können wir auch noch ein bisschen. Hab jetzt ein Endeauge. Krass. So. Also, es wäre ein Enderpearl wäre natürlich besser gewesen anstatt als ein Enderauge, aber. Juti! Ja, aber man kann ja nicht alles haben.
Aber wenn du lieber eine Enderauge haben willst, dann gönne ich sie dir, weißt du. Ja, danke. Schön, dass du mir auch mal was gönnst. Steffen gönnt sonst nicht. Ne. Amk. Ja, so. Ich leide schon seit Ewigkeiten darunter. Verständlich. Ja, also, was ist ja auch belastend. So. Ja, es ist wirklich. Es ist wirklich schrecklich. Wenn jemand einfach nicht gönnt. Warum gönnst du nicht, Steffen? Was ist denn hier? Achso. Warte, was war da hin? Oh, nice. Nice. Das könnte ich auch noch mitnehmen. Das hier. Schon vorbei. Oh, schon vorbei, Leute. Die 7. Folge von Minecraft Wora 2. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht, wie wir, wir hatten. Und ja, lasst eine Bewertung da. Lasst eine Bewertung bei Jonas Spiele-Ecke da. Lasst da gerne ein Abo da. Lasst gerne bei mir ein Abo da. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann seid ihr ein guter Mensch und könnt sagen, ihr habt The King Rasko und Jonas Spiele-Ecke abonniert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne in eure Bewerbung auch reinschreiben. Weil wenn ihr das in die Bewerbung reinschreibt, dann glaubt mir, ihr werdet den Job bekommen. Weil die Leute, die kennen uns, die Leute wissen, wenn sie reinschreiben, meine Damen und Herren, ich sieze sie, weil ich so viel Respekt vor ihnen habe, wenn sie reinschreiben, dass sie uns kennen, glauben Sie mir, ihre Bewerbung wird ganz oben auf dem Stapel stehen. Sie werden alles schaffen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schaut bei Jonas Spielecke vorbei, schaut bei den PlayStation Bros vorbei. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Tschüss! Tschüssi! Tschüss!